herzlich willkommen hier zum dritten Teil meines Gesprächs mit Buchautor, Historiker David Engels. Wir haben über sein Buch Auf dem Weg ins Imperium gesprochen. Wahnsinnig interessante, steile These: Ist Europa dem Untergang geweiht? Wenn du dieses Video interessant, hilfreich fandst, abonnier den Kanal, lass es mich in den Kommentaren wissen und wir sehen uns beim nächsten Video. Wow, das ist wirklich, wirklich interessant. Auch viel Inhalt, wo man sich wirklich auch gern mal das zweimal anhören oder so, einfach mal Gedanken machen kann, dass man sich vielleicht auch ein wenig besser unseres Kulturkreises gewahr werden kann, wo wir herkommen, für was wir stehen und so weiter. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass die Menschen, weil der Mensch neigt ja immer dazu, jede Veränderung immer krampfhaft zu bekämpfen und immer an dem festzuharren, was man hat. Und deswegen ist vielleicht auch so wichtig zu verstehen, was unsere Kultur ist, wo wir herkommen, dass es eigentlich eine interessant, auch eine teilweise normale Entwicklung ist, dass man eben sich immer weniger auf das besinnt, was einen stark gemacht hat, dass man den Kontakt zu seinen Wurzeln verliert und dass dann aber auch oft der Konflikt eine Folge sein kann. Eben wie das dann auch im Rom war, da gibt es dann Bürgerkriege. Und deswegen kann es eben sein, wir streiten sehr viel in Europa. Man hat es natürlich gesehen bei der Flüchtlingskrise, wir sind uns eigentlich bei ganz wenig einig. Wir haben so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, dass es gewisse Länder gibt, die eigentlich nur Cherrypicking machen. Also man nimmt alles, was gut ist von Europa und alles, was schlecht ist, ladet man dann ab und sagt, da ist Brüssel dran schuld. Das wurde ja auf nationaler Ebene in der Politik viel betrieben. Was mich jetzt noch auf jeden Fall, was ich hiermit sagen würde, ist, man muss einfach für sich als Mensch bereit sein, umzudenken, sich an den Charakter einer neuen Welt anzupassen, wenn sie denn passiert, und sich darauf vorzubereiten. Jetzt einmal ganz konkret, was haben wir denn zu verlieren? Wenn sich das, so wie Sie das ja in gewisser Maße mit historischen Beispielen belegen, abspielen wird, dass die abendländische Kultur, dass Europa eigentlich auch die Europäische Union sich nicht wirklich halten kann, immer mehr an diesem kleinen Thema von Gender-Sternchen hin bis zu, wie das alles da ist, ja Wahnsinn, was da teilweise debattiert wird. Also auf der einen Seite haben wir Krieg, haben wir Hunger, haben wir brutalste Klimaherausforderungen auf der Welt und dann gibt es Menschen, die naja, aber ist jetzt egal. Darum soll es jetzt nicht gehen, sondern worum es jetzt eigentlich geht, ist, was haben wir zu verlieren? Und was sind denn die direkten Konsequenzen? Tja, also. Wenn das sich so abspielt, wie Sie das eben für möglich erhalten. Ja. Also grob gesagt, wie ich das ja damals formuliert hatte, in dem Auf dem Weg ins Imperium, ist natürlich die erste Konsequenz Bürgerunruhen. Das ist natürlich für uns jetzt alle sehr unangenehm. Und das verbindet sich natürlich dann auch mit äußeren Problemen. Stichwort China, Stichwort Russland, Stichwort Fundamentalismus und so weiter. Da kommt natürlich, wenn die innere Schwäche da ist, natürlich von außen dann auch noch vieles dazu. Wir sind ja auch keine Insel sozusagen im Weltmeer, sondern sind natürlich auch alle Teil jetzt dieser komplexen Lage. Und das bedeutet dann natürlich schon, dass wir uns jetzt auf 10, 15, 20 Jahre großer Krisen also gefasst machen müssen. Also wir sehen ja jetzt schon die Inflation, die Energiekrise, der Krieg, der jetzt in Europa mittlerweile tobt, die zunehmende innere Legitimationskrise auch des modernen Staates und diese gewaltigen Herausforderungen wie die Überalterung der Gesellschaft, wie auch die Integration der Flüchtlinge und der Parallelgesellschaften, wie auch das Risiko von Populismus auf der einen und Polizeistaat und Social Credit System und so weiter auf der anderen. Also ich fürchte, dass wir zunehmend eben in eine Niedergangsspirale reinrutschen. Das Ganze wird gegenwärtig noch so ein bisschen von Deutschland aufrechterhalten. Auch, muss man sagen, sehr häufig auf Kosten der anderen. Ne? Deutschland hat auch dieses System mit dieser unterbewerteten Euro als gewissermaßen systemisch unterbewerteten D-Mark auch irgendwie geschaffen, dass es Deutschland ermöglicht, dann eben zum Motor dieser Europäischen Union zu werden, auch teilweise durch Parasitierung der restlichen europäischen Wirtschaft. Das macht das ganze System natürlich auch dann sehr anfällig. Und wenn dann eben mal in Deutschland auch eine Wirtschaftskrise ist, dann kann das ganze Kartenhaus auch im Rest Europas sehr schnell zusammenstürzen. Wir haben ja schon gesehen, was allein diese winzige Griechenland-Krise für den ganzen EU-Raum bedeutet hat. Ne? Und das wird natürlich, wenn es jetzt mal an Deutschlands Grundfesten rüttelt, natürlich um ein wesentliches größer sein.
Und dann kommen wir da auch nicht mehr wirklich heraus für die nächsten 10, 15 Jahre. Das werden, wie gesagt, sehr unangenehme Zeiten sein, wo der Staat eben auch zunehmend machtlos sein wird, wo wir Armut erneut haben, wo wir Unsicherheit haben, wo wir Kriminalität haben, wo wir dann einzelne nichtstaatliche Player haben, die dann aufsteigen, seien es nun irgendwelche Neighborhoods, die sich gegenseitig organisieren, sei es dann Parallelgesellschaften religiösen oder ethnischen Ursprungs, die auch untereinander, wie das ja in Frankreich ohnehin schon der Fall ist, ihre ganzen Stadtviertel organisieren, ohne dass dann noch Polizei reinkommt oder reinkommen darf. Dann werden wir zunehmend auch militärische Konflikte haben. Ich denke, da ist die Ukraine-Krise nur ein erster Anlass, dass Gewalt, dass Waffen, dass die Benutzung eben von Waffengewalt in einem innenpolitischen Kontext zunehmend zur Norm werden wird. Man sieht ja jetzt schon, was alles an Waffen aus der Ukraine nach Westen strömt. Man sieht die Militarisierung vieler Ost-EU-Staaten, wie Polen zum Beispiel, ja nun die auch aus verständlicher Angst vor Russland massiv in den Wiederaufbau ihrer Armee investieren und auch paramilitärische Erziehung schon in der Schule verankern wollen. Das Ganze führt natürlich ja dann auch früher oder später erneut zu einer Banalisierung von Gewalt und natürlich auch zu einer weiteren Eskalationsstufe. Und dieses ganze Chaos, davon profitiert natürlich dann auch Gebiete wie China, die eben als riesiger Markt ihre eigene Stabilität gewissermaßen mit anderen Mitteln sichern können, als dieses zerfallende europäische Gemengelage. Und wie genau das jetzt läuft, wie lang das dauert, wie das aussieht, welche Gebiete Europas noch Friedensinseln sein werden, das kann man natürlich alles wenig voraussagen, auch wenn ich persönlich eher darauf tippen würde, dass der Westen Europas zunehmend kriseln wird, während der Osten eine größere Stabilität sichern wird. Aber trotzdem, das sind eben diese sehr, sehr unangenehmen Voraussichten. Allerdings mit der Aussicht, dass eben am Ende dann dieses augusteische gewissermaßen Wende stehen wird, die im einen natürlich ein wesentlicher Fortschritt sein wird, weil sie erneut Stabilität, Sicherheit, Ordnung, gewissen kulturellen Stolz oder was auch immer wieder gründen wird. Auf der anderen Seite natürlich mit einem Niedergang von Freiheitsrechten begleitet sein wird. Das sind so die konkreten Aussichten. Es geht also nicht um den Untergang des Abendlandes oder sowas, wie man ihn oft missversteht, dass da irgendwie am Ende nur noch Feuer und Rauch und Ruinen stehen. Es geht eigentlich eher um eine Krise, die in eine allmähliche Versteinerung dieses Abendlands führt, das dann in dieser Endphase dann eine gewissermaßen petrifizierte, definitive Form erlangt, wie das Römische Reich, wie die Han-Dynastie, wie die Gupta und so weiter. Man kann das durch die ganze Geschichte durchdeklinieren. Und in dieser Form kann das Abendland dann durchaus noch ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte existieren, weil dann hängt sozusagen seine Entwicklung nicht mehr von der inneren Dynamik ab, die dann mehr oder weniger tot ist, bis auf vielleicht noch ein paar Leute aus der Elite, sondern eigentlich von dem äußeren Impact gewissermaßen, von der Potenzialität der äußeren Feinde. Und das führt dann eben auch zu dem, was das Ganze bedeutet, eben innerlich für den Abendländer, nämlich zunehmend die Feststellung, dass diese Zivilisation leider am Ende ist, dass sie ihre kreativen Kräfte versiegt sind, dass sozusagen ihre kunstgeschichtliche, ihre kulturgeschichtliche, ihre politikgeschichtliche Entwicklung zunehmend abgeschlossen ist, dass nichts Neues wirklich mehr fähig ist, dass wahrscheinlich auch die technologische Entwicklung irgendwann mal, sagen wir mal, festhängen wird, beziehungsweise auf reine Anwendungswissenschaften sich beschränken wird und dass man eben in einer Art posthistorischen Zeitalter allmählich reinrutscht. Das hat ja schon Fukuyama vorher gesagt. Das wäre auch nicht ganz falsch. Insoweit, als eben zunehmend ein Großteil der Europäer, gerade leider der jungen Europäer auch, aber das gilt ja auch schon für die Generation vorher, eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen mit dieser Kultur, ihnen das eigentlich egal ist, das nicht mehr ihr eigenes ist. Sie empfinden sich nicht mehr als Erbe einer Jahrtausende alten Tradition. Für sie ist das alles irgendwie alte Geschichte, mit dem sie nichts zu tun haben. Was bedeutet ihnen noch das 19. Jahrhundert oder das 15. oder das 10.? Das ist eigentlich alles lange, lange vergessen.
Dafür will man nicht sterben, dafür will man sich nicht aufopfern oder sowas. Das ist eigentlich viel zu lange her, irgendwie geistig. Das Einzige, was man will, ist eben in dieser Zeit irgendwie durchkommen, seine Ruhe haben, seine Sachen konsumieren. Und eben wie so eine Art posthistorisches Individuum eben, ja, nicht mehr in dieser kulturellen Solidarität zu leben, sondern eigentlich nur noch in seinem eigenen beschränkten Blickwinkel. Und auch das ist typisch für alle späten Zivilisationen. Und da müssen natürlich die wenigen, und immer weniger sind es natürlich, die noch übrig bleiben und die eine innere Liebe zu dieser Zivilisation empfinden, denen das was bedeutet, die in eine gotische Kathedrale reingehen und nicht nur ein Foto machen, sondern die sich sagen, das ist von mir irgendwie, das ist zwar 1000 Jahre oder 800 Jahre her, besser gesagt, aber es ist meine Vergangenheit, es sind meine Vorfahren, nicht im biologischen Sinne, sondern eine Traditionslinie, aus der ich komme, die mich geschaffen hat, die sozusagen meinen Charakter, mein Mindset, meine Weltsicht irgendwie sukzessive herausgebildet hat, das gehört mir, das ist mein Erbe gewissermaßen kulturell und kollektiv und das ist wunderbar, das ist schön und das will ich irgendwie nicht, dass das untergeht, vergessen wird, abgerissen wird, dass dann ein Einkaufszentrum drauf errichtet wird, sondern ich will, dass das irgendwie weiter existiert und dass ich das weitergeben kann, dass ich auch meinen eigenen Kindern irgendwie diese Liebe zu diesem Erbe weitergeben kann, ihnen sagen kann, das sind eben deine Vorfahren, einmal mehr nicht biologisch, sondern deine spirituellen Vorfahren, die das gebaut haben, das ist von dir, das ist dein Erbe und dem musst du gewissermaßen dich würdig erweisen und das Ganze auch schützen, nicht nur materiell, sondern eben auch spirituell. Und die Zahl der Leute, die so denken und so fühlen, wird immer geringer, leider. Und es ist sehr schwierig, dieses Gefühl erneut wachzuhalten und auch jungen Leuten zu vermitteln, die meistens da überhaupt keinen Zugang haben. Ich sehe das ja selbst in meiner universitären Praxis, in den Universitäten, wenn ich meine Vorlesungen halte. Ich versuche das natürlich auch, das zu vermitteln, aber ich weiß, dass viele meiner Studenten, wenn ich eben über solche Sachen rede, naja, die hören sich das an und wenn ich aber da jetzt von der Gotik rede oder selbst von der Musik Bachs oder vom Geist des 19. Jahrhunderts, das ist denen so fremd wie die Azteken oder das Mittlere Reich in Ägypten. Das ist nicht mehr ihr eigenes. Und diesen Riss zu kitten und erneut zu sagen, nein, das ist euer Dings, dadurch definiert ihr euch, das ist eure Aufgabe, das ist eure Mission gewissermaßen, spirituell dieses Erbe fortzusetzen, das ist unglaublich schwierig. Und das ist eben auch Teil des Untergangs des Abendlandes und das macht es eben auch für Kulturpatrioten wie mich und viele andere eben auch so schwierig, sich das tagtäglich anzusehen und diesen Eindruck, dass man da einen Kampf führt, der letztlich verloren ist und leider immer auch verloren ist, den man aber trotzdem weiterführt und führen muss, weil man diese Schönheit weiter als lebendig sichern will. Also diesen teilweise auch düsteren Aussichten würde ich auf jeden Fall gern eine chinesische Metapher entgegenhalten, und zwar von der Blüte und dem Zerfall, weil der Chinese sagt natürlich, dass wenn du in der Blüte bist, musst du dich hüten, weil im Höhepunkt der Blüte hat ja der Zerfall schon eingesetzt und der Zerfall ist dann das, was auf die Blüte folgt. Aber wenn wir das umdrehen, ist natürlich auf der anderen Seite der Zerfall, wenn du dich mitten im Zerfall befindest, hast du natürlich auch den Hoffnungsschimmer, dass du weißt, naja, jetzt ist es ja zerfallen und daraus wird etwas Neues entstehen, das dann wieder auf eine Blüte hinausgeht. Und das ist ja auch wie bei einem Waldbrand, wenn die Bäume einmal weg sind, aus der Asche wächst dann wieder etwas Neues empor. Aus der Römischen Republik ist Augustus emporgewachsen und dann haben sie auch gesagt, dann war wieder stabil. Nur die Übergangsphasen sind eben sehr schmerzhaft. Einmal, weil natürlich viel verloren geht, weil viel Leid geschieht, Krieg. Ich glaube, was auf jeden Fall jedem klar sein muss, aus dem, was gerade passiert, der Lebensstandard wird jetzt runtergehen. Also wir sehen das ja mit Ukraine und so weiter, Energie, Rohstoffe, Rückabwicklung der Globalisierung, Klimawandel, es wird alles kosten, der Lebensstandard wird runtergehen.
Den muss man sich einfach, darauf muss man sich vorbereiten, darauf kann man sich auch gut vorbereiten, dann kann man es persönlich abfedern und etwas Neues wird dem heraus entwachsen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Was mich noch interessiert, wie kann man sich denn oder wie würden Sie denn sagen, dass man sich auf diese Entwicklung, wenn man sie denn akzeptiert, vorbereiten kann? Also bereiten Sie sich vor, was ist da Ihre Herangehensweise? Ja, also vielleicht um das Porträt dann doch mal wieder was düsterer zu machen, nicht, dass man auch denkt, ich wäre Optimist oder so. Das Neue, also mit Augustus würde ich zuerst mal sagen, das ist natürlich kein Neuanfang. Ne? Augustus, das ist so die Versteinerungsphase der Antike. Gut, da gibt es wieder Wohlstand, Sicherheit und so weiter, aber das Innere ist eigentlich tot. Naja, man baut Sachen nach, man kopiert Texte, man kanonisiert, man fasst zusammen und natürlich sieht das alles hübsch aus und man baut Tempelchen und sowas alles. Aber es fehlt die innere Dynamik, wie wir sie in der Antike kennen. Es ist so eine Stagnations- und langsame Niedergangsphase, wie wir sie bei allen Endreichen kennen. Also von daher würde selbst unter dieser äußeren Fassade von Wohlstand dann aber faktisch das innere Interesse eben schwinden. Die ganze Welt würde dann oder Europa würde dann zu einer Art, naja, was weiß ich, Aneinanderreihung von irgendwelchen Konsumtempeln, wo die Leute eben weiter ihrer Egoismus oder sowas frönen, aber wo man weniger und weniger eigentlich Neues schafft. Und wenn eine Zivilisation stirbt oder versteinert allmählich, das sind ja sehr lange Prozesse, das ist ja nicht von heute auf morgen, dann bedeutet das nicht, dass direkt eine neue entsteht. Nur es gibt auch Gebiete, wo dann eben nichts kommt oder mal ein halbes Jahrtausend eben nichts kommt. Also bedeutet nicht, dass wenn wir sozusagen jetzt hier in so einer Schlüsselphase dieses Niedergangs unserer Zivilisation sind, dann automatisch was Neues erleben werden. Vielleicht kommt da Also auch mal ein steht paar uns ein neues Jahrhunderte nichts. Mittelalter bevor? Oder weil so war das doch dann eigentlich, wenn man dann sagt, irgendwann im, ich glaube, im 6. Jahrhundert oder im 5., 6. Jahrhundert ist dann die römische Zeit eigentlich völlig vorbei, dann sind die ganzen Goten eingefallen, oder? Und dann beginnt halt irgendwann das Mittelalter daraufhin. Das ist dann so eine, ja, Und das das ist wird dann so dann eine mit der Aufklärung. nachhistorische, ja, das ist dann so eine nachhistorische Zeit, ne? Also da kann eine Zeit, in der wir eigentlich diese Kulturdynamik nicht mehr haben, wo natürlich politisch durchaus einiges geschehen kann, aber ohne wirklich einen Neuaufschwung einer echten neuen Kultur. Spengler hat das mal eine Felachenzeit Und genannt. Man, wann würden Sie sagen, hat der Neuaufschwung begonnen? War das dann mit der Aufklärung und dann mit den Industrialisierung? Karolingern würde ich dann sagen. Ne? Also wir Mit hätten den dann Karolingern. sozusagen als neue Kultur dann die abendländische Kultur, die dann auf Okay. den Ruinen sozusagen der Antike entsteht. Aber das ist dann natürlich 800 Jahre nach Augustus. Ne? Das ist dann schon. Oder wenn Sie nach Ägypten schauen, da ist eigentlich auch mit den Ramesiden, wenn man so will, Schluss. In der inneren, sagen wir mal, ungebrochenen Entwicklung. Und dann wird Ägypten eigentlich rasch zum Opfer dann der Assyrer, der Nubier, der Perser, die Griechen oder Makedonen, die Römer erobern dann eben alle Ägypten, einer nach dem anderen. Es tut sich eigentlich geistesgeschichtlich relativ wenig und die Bevölkerung arbeitet dann eben weiter mühsam, rackert sich eben in ihren Feldern ab und lässt diesen eigentlich innerlich leeren pharaonischen Apparat eben eigentlich weiter durchlaufen, dessen Produkte gewissermaßen dann eben von anderen abgeschöpft werden. Deshalb nennt Spengler das eine Felachenzeit, also so eine Art posthistorische Zeit, wo eben wir nicht mehr in der Kultur sind, in dieser Entwicklung. Aber das war jetzt nur als Klammer gedacht, um noch kurz zu klarifizieren, wieso ich nicht denke, dass wir mit Augustus sozusagen einen neuen Aufschwung haben, sondern das ist eher der Die Schlusspunkt Versteinerung. oder sozusagen die drei Schlusspünktchen eines Textes sind. Was Ihre konkrete Frage jetzt betrifft, was macht man da? Naja, also da habe ich in letzter Zeit eben auch zwei Bücher zu rausgebracht. Das eine ist jetzt eher die. Sie sagt ja, was macht man politisch, was macht man privat? Naja, auf der politischen Ebene, da würde zum Beispiel mein Buch Renovatio Europae, oder jetzt auch mein neuestes Europa Aeterna, eine gewisse Antwort drauf geben, wo ich eben sehr stark plädiere, dass man sich weder auf die, sagen wir mal, politisch korrekte, eher linksliberale EU-Schiene einlässt, die eigentlich meines Erachtens eher ein Krisenfaktor ist, als dass sie uns wirklich aus dieser Krise aushilft, dass wir aber auch nicht, wie eben viele das als die einzige Alternative empfinden, jetzt sagen müssen, nein, das ist alles gescheitert, der einzige Weg ist der Nationalstaat, lasst die EU irgendwie auflösen, Brüssel, Technokraten, wir wollen wieder das gute alte, was weiß ich, Deutschland, Frankreich, D-Mark, Franc oder was auch immer.
Das ist natürlich auch keine Antwort, ganz im Gegenteil. Und da ist natürlich meine Antwort eigentlich das, was ich Hesperialismus genannt habe, also eine Art kulturellen, europäischen, abendländischen Patriotismus, dass wir eigentlich uns erneut durchringen müssen zu dieser Einsicht, Europa zählt zusammen, ist kulturell eine Einheit, muss politisch auch unter Berücksichtigung natürlich von Subsidiarität und so weiter auch wieder handlungsfähig sein und muss eben diesen Kulturraum, dieses gewaltige Erbe, das es geschaffen hat, eben auch verteidigen gegen all das, was von außen kommen mag. Also eine Art kulturkonservativer und gleichzeitig Europa- oder Abendland patriotischer Ansatz. Ich denke, das muss man stärken. Darauf wird es nämlich ohnehin früher oder später hinauslaufen, aber je früher wir uns dessen bewusst sind, dass es aufgrund dieser komparatistischen Sichtweise eben auch unausweichlich ist, desto organischer, friedlicher und einfacher können wir auch in ein solches Europa übergehen. Die andere Antwort, auf die rein private Art und Weise, wie wir damit umgehen können, habe ich auch in meinem neuen Buch Was tun? Gegeben mit dem Untertitel Leben mit dem Niedergang Europas. Und da habe ich eben auch versucht zu zeigen, rein apolitisch eigentlich, wie man im täglichen Leben sich gewissermaßen vorbereiten kann. Gut, da ist natürlich auf der einen Seite das ganze Konkrete, ne? Also die Städte, vor allen Dingen die gefährlichen Großstädte, verlassen, erneut seinen Gemüsegarten anpflanzen, versuchen, sich mit Freunden zu umgeben, kleine Netzwerke zu bilden, die eben resilient sind, wo man eben nicht abhängt von diesem zunehmend bröckelnden System mit seinen gewaltigen Zulieferungsketten, sondern man eben zunehmend regional resilient ist, da seine Rückzugsräume aufbaut, durchaus auch in Pflege des kulturellen Erbes, der wirtschaftlichen Situation, dass man dann eben den befreundeten Handwerkern und Bauern und was nicht immer auch mit ihnen sozusagen Netze der Kooperation zu entwickeln, die einen auffangen können, wenn dann eben auch diese Inflations- und Schuldenkrise und so weiter mit voller Wucht einsetzt. Ein Rückzugsraum, der auch sicher ist, weil es ist natürlich klar, dass wenn wir einmal Versorgungsschwierigkeiten haben, dass wenn einmal Sozialleistungen nicht mehr ausgezahlt werden können, dass es dann keine gute Idee ist, zum Beispiel mitten in einer 20-Millionen-Stadt wie Paris zu leben, sondern dass dann sehr, sehr, sehr gefährlich werden könnte auch und man natürlich auch eine gewisse Verantwortung der eigenen Familie hat. Das sind aber eben viele andere Punkte auch, dass man erneut seine Familie pflegen soll, da den Akzent legen soll, dass man dieses kulturelle Erbe pflegen und lieben soll und verbreiten soll, und so weiter. So 24 kleine Punkte, in denen ich eben relativ kurz gefasst eben versuche, da einige ganz persönliche Herangehensweisen, die ich auch eben versuche, jetzt täglich im Leben halbwegs zu realisieren, vorgeschlagen habe. Da lässt sich sicherlich einiges machen. Aber klar, diese Krisenzeit, Sie haben es ja auch gesagt, massive Einbußen des Lebensstandards, wahrscheinlich auch zunehmendes Versagen des Staates, Versagen auch seiner Ordnungsfunktion, nicht auf dem Land, aber jedenfalls in den Großstädten, zunehmende politische Unsicherheit auch und Chaos, das Ganze verbunden dann auch leider auch mit zunehmend Gewalt und Kriminalität, teilweise sogar auch eben mit Krieg oder semikriegerischen Handlungen, die eben auch nicht nur auf die Ukraine begrenzt werden können, sondern vielleicht auch, wenn es mal hart auf hart geht, auch in Ländern wie Frankreich durchaus entstehen können. Macron redet davon ja nun auch ganz offen. Auf das wird man sich vorbereiten müssen und je schneller man das tut, jetzt wo noch der letzte Rest von Stabilität noch so halbwegs gewährleistet ist, desto besser ist es dann natürlich. Wow, ja, auf jeden Fall. Ich werde die Bücher verlinken. Also die sind in der Beschreibung. Jeder, der da sich ein wenig tiefer mit befassen möchte und dann noch tiefer einsteigen möchte. In diesem Punkt, vielen Dank für dieses Gespräch. Es Sehr war für mich gerne. wahnsinnig erhellend und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Haben Sie Mir zum auch. Schluss noch irgendwas, was Sie kundgeben möchten? Kundgeben möchten. Eigentlich nur noch einmal dasselbe, was ich eben sagte für alle Zuhörer. Also es ist keine Schande, es ist kein Nationalismus, es ist nicht rechts, wenn man seine eigene Kultur liebt.
Das geht nicht um Exklusion anderer Menschen. Es geht nicht um Überheblichkeit. Es geht nicht um irgendeine eine Besserbewertung oder irgendeine Dünkel. Es geht einfach nur darum, dass wir als Menschen eben nicht nur Individuen sind und nicht nur in der Familie verankert sind oder in unserem Dorf oder Clan oder was auch immer, sondern dass wir auch Menschen sind, die von diesem größten politischen Akteur unterhalb der Menschheitsgeschichte bestimmt sind, nämlich diesen großen Kulturen, die eben auch dieses wunderbare Erbe hervorgebracht haben, überall auf unserem europäischen Kontinent, aus dem man unglaublich viel lernen kann, auch und gerade heute. Das ist alles nicht veraltet, das ist auch nicht durch irgendwelchen technologischen Fortschritt irgendwie obsolet geworden. Ganz im Gegenteil, all die großen Seinsfragen, ästhetischen Fragen, politischen Fra selbst politische Fragen sind schon in den letzten 1000 Jahren durch und durch diskutiert worden. Da braucht man auch nicht immer das Rad neu zu erfinden. Und eben, es ist eine unglaubliche Schönheit, die dahinter ist. Und darin sollte man sich vertiefen, darin sollte man Kraft suchen, ob das nun, wie ich sagte, in der Musik von Bach ist, ob das in der wunderbaren Architektur einer barocken Kirche ist, ob das in der Tiefe der Philosophie des 19. Jahrhunderts ist, ob das auch in der Spiritualität eben des christlichen Erbes ganz wesentlich auch ist. All das zählt zu unserer Kultur, all das hat uns geschaffen, und das zu lieben und verteidigen zu wollen und gleichzeitig auch natürlich für Menschen anderer Kulturkreise attraktiv zu gestalten und eben auch im Austausch eben zu schauen, was machen wir, was machen die anderen, wo können wir lernen, wo können andere lernen, wo befruchten wir uns auch irgendwie wieder gegenseitig. Also diesen Standpunkt einzunehmen, diese Liebe zum Abendland zu pflegen, das ist nicht rechts, das ist nicht nationalistisch, das ist eigentlich nur gesund, das ist eine Verpflichtung, würde ich sogar sagen, die wir haben. Das bringt uns unglaublich viel, das hält uns, das definiert uns, das ermöglicht uns auch über unsere eigene kleine individuelle Sichtweise herauszukommen, sondern eben auch über diese großen Errungenschaften unserer Vorfahren auch Antworten zu finden, die wir vielleicht selbst gar nicht die Fähigkeiten haben, mental, kulturell, kreativ, wie auch immer, sie selbst in uns zu finden, die wir da bei anderen finden können, an denen wir uns aufrichten können, durch die wir uns definieren können, wo wir innerlich in unserem kurzen Dasein auch wachsen können und die uns auch eine Hoffnung darauf geben, wie das Ganze auch nach dem Tod weitergehen könnte, was uns eben auch alles erwartet, was eben auch der Sinn unseres Lebens ist, wie wir uns definieren. Im Vergleich zum Höchsten. All das können wir im Wesentlichen nur durch die Verankerung in unserer abendländischen Kultur als europäische Menschen eben ermöglichen. Und das zu pflegen, einmal mehr, ist keine Schande, sondern eine absolute Normalität, die ich wirklich nur jedem auch empfehlen kann, sich erneut in dieses wunderbare, schöne Erbe, wahre Erbe zu vertiefen. Wunderbar, also in diesem Sinn, vielen Dank und dann sehen wir uns. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch.